Das, also ich habe es alles so primitiv da, dass jeder ein bisschen Ahnung kriegt. So kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Die meisten wissen gar nicht, warum. Mhm. Und die sagen, ja, du Spinner, oder ich gebe Bücher gleich her. Also unmöglich, verstehe ich nicht. Denn bei den Leuten, und die Eingangsszene desto da mehr, dass die Leute dieses jetzige Wissen aufgenommen haben. Ich mache immer Spaß, mein Nürnberger Trichter wird das den Schülern, den Kindern, allen eingetrichtert. Größte Irrtum. Mhm. Und zwar gab es eben Millionen Jahre schon Polsprünge. Und die Sterne, die Fixsterne, alles dreht sich. Genau. Und da habe ich eben ein Buch mit diesen Drehzahlen. Und diese Drehzahlen, alles, was da beobachtet wird, Jahrhunderte, Jahrtausende, ist immer nur eine Sekundenaufnahme. Genau. Alles ist unterwegs. Das ändert sich, genau. Und wir sehen jetzt, weit weg haben sie da jetzt einen Stern entdeckt, ganz weit weg. Der ist so weit weg. Und das, dieses, was da gesehen haben, kann passieren, dass 10 Jahre schon passiert ist, mhm, und jetzt kommen sie erst an. Und jetzt kommt das Licht zu uns, jawohl. Jetzt, wenn sie so Fernsehübertragungen haben nach Amerika oder irgendwo hin, dann hast du einige Sekunden Abstand, bis da der Ruf hin und her geht. Genau. Oder die Bilder. Ja, richtig. Und da können die meisten Leute überhaupt nicht umdenken. Nee. Sie sind alle fernsehgescheit. Richtig. Schon Literatur gescheit, und das ist alles. Und mit dieser Menschheit können sie machen, was sie wollen. Genau. Und diese Diktatur ist, wir haben ja Diktatur, ja, in Deutschland genauso. Weltweit, komm. Weil jetzt haben sie die Computer. Mhm. Überall. Und die Computer, alle spielen sich da herum. Mhm. Auch Studenten, die Langzeitstudenten, die freut die auch, oder studieren gar, dann kriegen sie einen Laptop geschenkt. Und dann tun sie sich hineinüben, mhm, und landen tun sie beim Krimi. Und wenn sie bei Kriminalität landen, werden sie täglich den Kindern vorgeführt, die ganze Krimi-Geschichte. Ich habe vor 60 Jahren Kino vorgeführt, mhm, schwarz-weiß. Mhm. Und da gab es die Grimms-Märchen. Mhm. Und die Grimms-Märchen sind echte Krimis. Und jetzt macht man nur die Verschönerungen. Ich habe genau, so ungeheuer eine Krimi-Filme. Das ging damals schon mit Grimms Märchen los, genau, ja, ja, richtig. Und ja, immer, weltweit. Aber ganz so sehr würde ich jetzt diese moderne Technik nicht unbedingt verteufeln, weil hätten wir die Computer nicht, hätten wir uns niemals vernetzen können und ich hätte dich nie kennengelernt. Ja, ja. Weißt du, man kann es immer von zwei Seiten sehen. Ne? Ich komme aber in eine Großfirma, da die Firma hat sehr viel Geld, mhm, braucht nicht sparen, ich darf privat zum Chef, mhm, und da sehe ich, was gespielt wird. Ich habe eine halbe Stunde Sprecherlaubnis gekriegt und dann hat so die Handschlagtreue und wir reden uns per Du an. Keine Verträge, mhm, weil Verträge werden gemacht, um gebrochen zu werden. Ja, genau. Darum sage ich immer zu jungen Paaren, die heiraten wollen, nein, wenn der Handschlag nichts gilt, der, ja, gilt auch immer, auch bei Gericht. Mhm. Man muss nur darauf bestehen. Natürlich die Anwälte und Richter, das sind alle, mhm, studierte Rechtsverdreher, mhm, Spezialisten. Also wir haben große Schwierigkeiten. Genau. Und das ist übrigens wieder ein Spaß, ich habe sehr viel mit Spaß zu tun. Da wollte ich dich fragen, ist das manipuliert oder hast du das wirklich angezogen? Diese Ketten und dieses Gewand? Nein, diese Ketten habe ich, das sind ja meine Heilwasser. Aha. Das ist schon Bergewasser, die Ketten. Lass das Wasser um die Perlenkette tanzen. Aha. Und wir Großfamilie und meine Frau, wir haben uns gegenseitig die Haare geschnitten. Ja. Das hat mein Vater bei mir schon gemacht und ich habe es bei den Kindern gemacht. Mhm. Und meine Frau auch bei mir. Mhm. Und auf einmal hat sie gesagt, nein, ich mach das nicht mehr. Und ich Spaßvogel, dann soll ich stehen bleiben. Und jahrelang gestanden, dann war der Bart hier. Ach, das war ich. Als wir spazieren gegangen sind, und die Leute, ist das dein Großvater? Meine Frau ist 83, ich bin aber 80. Und jetzt, gestern habe ich das wieder kürzer machen lassen. Ja. Zweimal im Jahr. Ja. So schnell wächst der. Und hier nicht. Die kommen auch raus. Aber die drehen wieder um. Ich gebe aber nichts hinauf, wasche mit alter, echter Seife, mhm, und ich habe so viel
auch hinter mir, ich hätte dreimal sterben sollen. Und dann habe ich gesagt, kommt gar nicht in Frage. Der Zeitpunkt steht fest. Und weißt du was? Nein, das war auch ein Spruch, lange Zeit. Ja. Der Tag ist gesetzt zu sterben. Genau, richtig. Da bin ich auch davon überzeugt. Ist es nicht? Ist nicht? Nein. Nein? Wenn du sagst, das kommt gar nicht in Frage, weißt du, was da los ist? Dann stirbst du nicht. Dein Geist, wir haben nicht viel, aber der kann was. Ja oder nein sagen. Und ich habe ein Büchlein gelesen, ich hatte natürlich einen Professor Ude, der wurde 97, ein Pfarrer, hat in Rom studiert, sein Schulkollege wurde Papst und er war Priester, hat unter Tausende und also ungeheuer prima Mensch. Und ich durch meinen Beruf, Radio, Fernsehen und ich habe alles gemacht, komme ich zu denen hin und die haben es gesehen und verstanden. Dasselbe wie beim Viktor. Ich kam hin, wir haben uns angeschaut, wir haben mich geprüft, waren die besten Freunde, der jüngste Vertrauensmann. Natürlich habe ich ihn durch Bühne gebracht, oh, der versteht uns. Und seine Freunde, die mit 80 Jahren war, die zweimal hier, also ursprünglich alles in Linz. Und mein zweiter Elektromeisterchef hat da am See unten ein Haus gebaut. Sind wir letztes Mal zum See heruntergefahren? Und ja, haben wir angeguckt. Genau, also das Hotel da unten hast du mir gezeigt. Genau, richtig. Jawohl. Und dein Kollege war ja der... Das war die Nini. Das war die kleine Schwarzhaarige. Ja, die... Oh, die ist mir leid. Ja, ja, aber die ist zurzeit in Österreich und arbeitet. Die arbeitet hier in Österreich als Zimmermädchen jetzt zurzeit. Dann müssen